Der aufmerksame Metal Gear-Zuschauer wird jetzt direkt wütend das Glas vom Tisch stoßen, auf und sagen, Moment mal, die versuchen mich doch wieder zu verarschen, diese Betrüger von Silent Hill. Ihr habt recht, wir haben euch verarscht, allerdings jetzt nur die ersten 3 Sekunden, weil wir es jetzt schon wieder auflösen. Ja. Es ist verwirrend, was ist hier passiert? Es ist viel mehr als vorher. Es ist viel mehr als vorher, oben rechts sind jetzt Xbox-Buttons statt PS3-Buttons. Ja, Details, warum sind hier so viele Plattformen? Das ist mein Spielstand. Ah! Ja, das ist mein Spielstand. Wir haben nämlich, ihr seht auch jetzt viele Optionen. Ich möchte dir kurz sagen, geh einfach nicht nach oben und nach unten, weil diese Option hast du jetzt eigentlich noch nicht. Ja. Ignoriere einfach, was oben und unten ist und geh auch gar nicht drauf, weil manche Zuschauer könnten, glaube ich, als Spoiler empfinden, was angezeigt wird, wenn du nach oben oder unten gehst. Ja, okay. Ich finde es nicht so wirklich, aber wir sind einfach mal vorsichtig. Okay, aber erklär doch nochmal, warum wir jetzt mit deinem Spiel standen, ja. Weil ich so schlecht war, ne? Nein, du warst sehr gut. Nicht so gut. Du warst sehr, sehr gut. Ich habe allerdings zu Hause mit meiner Vision halt das weitergespielt, weil ich sehen wollte, wie man die Nebenmission spielen muss und so und was man da wirklich machen muss von und sowas. Und habe dann dabei gemerkt, halt, ich habe es quasi durchgespielt bis zu diesem geheimen Ende. Mhm. Ich bin quasi gerade direkt davor. Und dann quasi bemerkt, also eigentlich muss man nichts davon machen, weil Story wird da nie gezeigt in den Nebenmissionen. Okay. Und auch in den Hauptmissionen selber wird keine Story erzählt, sondern immer in den Zwischensequenzen dazwischen. Und ich habe halt sämtliche Zwischensequenzen übersprungen bei meinem, also ich weiß nichts von der Story mehr. Ach so, okay. Deswegen, da werde ich immer noch überrascht sein, weil das ja 4 oder 5 Jahre her ist. Ja, du vergisst ja auch immer sehr schnell. Und deswegen könnten wir jetzt eigentlich einfach alle Hauptmissionen auswählen, die nämlich, wenn ich immer nach links gehe, die nämlich immer noch eben genauso da angezeigt werden. Und du hast die Zwischensequenzen genauso. Du hast das ist doch neu, das gab es auf der PlayStation. Die Ladezeiten sind anders auf der PlayStation. Ja, genau, okay. Du hast diese Ladezeiten nicht. So, wir haben nämlich jetzt. Wir waren. hier, das haben wir als letztes gemacht. Das war der Endboss, ich erinnere mich an die hervorragende Taktik, die ich da hatte. Den Boss besiegt und wir können dann ganz einfach hier. Okay, das heißt, wir spielen jetzt nur die Hauptmission, wir lassen diese Nebenmission weg. Genau, weil diese Nebenmission, also, das sind einfach nur Kram. Okay, und das sind auch keine, die irgendwie spannend sind und also okay, das ist einfach. Okay. Also es gibt so ein, zwei ganz coole Sachen. Also es gibt halt sowas wie One-Shot, wo du 3 Fässer stehen hast, explodierende Fässer, und da laufen Gegner rum. Du musst quasi mit einem Schuss die Fässer so kaputt schießen, dass alle Gegner damit gemacht werden. Oder Paparazzi musst du einen Commander finden und ein Foto von machen. Großfotografie musst du Geister finden. Also nachdem du das Spiel quasi durchspielst, werden diese ganzen interessanten Sachen frei. Aber erst nachdem du sie durchspielst, bis dahin ist alles recht Standard. Du hast natürlich jetzt schon ziemlich starke Waffen. Übrigens, das zeige ich dir nochmal auch, weil das hat man, glaube ich, vorher nie so wirklich gemacht. Ja. Also das hat er als letztes gemacht, wenn wir Tank besiegt, also wären wir jetzt hier. Nee, du bist da falsch. Echt? Ja. Wir sind bei Rescue Chico. Entschuldigung, du hast recht, wir sind hier. Bei Rescue Chico. Also wir haben Amanda gefunden, das war diese Frau, die... die hatte einen Bein, deren Vater, der Leader von der Revolution war. Der ist aber tot. Der Kommandante. Genau. Und sie ist halt so ein bisschen verletzt gewesen. Sie war ja verletzt, weil sie wurde quasi entführt. Ja. Du hast dann abgeschossen und ist sie runtergefallen. und dann haben wir gegen dieses Ding gekämpft. Übrigens, wir haben uns damals gefragt, warum du das nicht mitnehmen konntest, weil die hatten gesagt, du kannst entweder die Soldaten töten oder die Soldaten ausschalten und dann das so gewinnen, oder du kannst das Ding kaputt machen. Und du hast dann quasi die 4 Soldaten um den rum ausgeschaltet, aber trotzdem ist die Mission noch nicht vorbei gewesen. Ja. Das war, weil dann spawnen noch neue. Also es läuft quasi so. Es sind mehr als 4 gewesen. Ne? Genau, du hast quasi die Möglichkeit, es starten 4 und dann kannst du die ausschalten, entweder halt mit einem Fullton-Tür holen oder töten. Und dann fährt das Auto noch so 23 Sekunden irgendwie rum, bemerkt dann keine Leute mehr da, schickt ja nochmal neue raus. Ich glaube, in dieser ersten Mission schickt er 2-mal oder 1-mal neue Leute raus. Ja, okay. Und dann musst du die quasi nochmal alle ausschalten und nochmal alle ausschalten. Ja. Und dann kommt quasi der Commander raus und denkt so, was ist hier los? Und den kannst du dann einfach betäuben mit 3 Schüssen und dann bekommst du das Vehicle. Das war ja das, was wir auch fast geschafft hätten, wenn wir ein bisschen mehr... Genau, weil du hast nämlich diesen Commander auf eine 2. Variante rausbekommen, weil wenn du entdeckt wirst, also das klappt nur, dieses Ausschalten, dieses langsamer, wenn du nicht entdeckt wirst währenddessen. Okay, wenn du entdeckt wirst und dann alle Leute ausschaltest, dann musst du noch zusätzlich das Ding sehr stark beschädigen, was du gemacht hast, und dann kommt der Commander raus. Ich verstehe. Und wenn du die Leute nicht ausschaltest, dann musst du einfach das Ding komplett kaputt machen. Verstehe. Okay, also das war irgendwie alles ein Durcheinander. Genau. Haben wir denn rausgefunden, wie wir
die Munition auffüllen können, weil das war ja so ein bisschen so. But without a guide, it's going to be tough tracking those things in the mountains. So we need you to infiltrate one of their bases, a prison facility. I hope nothing's happened to Amanda's brother. I hear you. There may be other Sandinistas held there too. To bring them back safely to MSF, use the Fulton recovery system. As I'm sure you know from experience, it's completely harmless. Mm-hmm. After all, you won't have time to sit there and convince every single one of them to join. One other thing, Snake. Amanda. Those CIA bastards confiscated some of the houses in the village. Chico's got to be inside one of them. Houses, huh? How do I tell which ones? When they took over the houses, they installed new front doors for security purposes. The new doors are blue, with peepholes, so you can see what's inside. That seems secure. Got it. You're getting close to the end of the transport route. Good luck, Snake. Okay. Wir haben nämlich die Meshing-Probe. Ich weiß nicht genau, wie wir da reingemacht haben. Was zur Hölle trage ich da? Das ist ja awesome. Genau, ich habe im Grunde zwei Sachen freigeschaltet, zwischen denen du hin und her wechseln kannst. Du kannst das jetzt streamlinen. Du kannst auch gerne das alles umändern, das ist gar kein Problem. Ja. Nur als Erklärung, so habe ich es halt gemacht. Ich habe einmal halt diesen Sneaking-Suit, der halt einfach standardmäßig einen hohen Camo-Index hat und gut zum Sneaken ist. Hier ein Photon Recovery System, das schon auf 5 Sternen ist. Du kannst übrigens auch, wenn du sagst, nee, ich will nicht die ausgerüsteten Sachen haben, ich will eher so machen, wie ich das auch hätte jetzt in diesem Standpunkt, kannst auch hier die wenigeren. Aber ich meine, es ist einfach nur Unterschied, wie viele du hast. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, aber eigentlich... Wie gesagt, überlasse ich alles dir, ob du einfach die Standardsachen machen willst, aber es ist eigentlich ja so ein bisschen wie jemandem eine Kiste voll Spielzeug geben und sagen, ja, du musst auch nicht alles benutzen. Ja, genau. Ja, das ist... Guck dich gerne einmal um, was... Also ich denke gerade, ob das für die Zuschauer blöd ist, wenn jetzt da einer... Also ich meine, das ändert jetzt ja im Spiel. Ich werde jetzt ja nicht dann auf Rambo spielen oder irgendwie anders spielen, sondern es ist halt einfach nur schön, wenn man irgendwie mehr hat. Genau. Hier Beispiel links, Soliton Radar. Das ist der Radar aus dem ersten Metal Gear Solid, den habe ich freigeschaltet. So, da reden wir schon wieder von Sachen, die... Der hält halt wirklich nur kurz. Den musst du halt immer wieder an- und ausmachen. Ja. Aber wenn du einmal drauf gehst, krieg mal noch A. Du hast halt jetzt... Das ist der ursprüngliche, der Surround Indicator, der halt schon einmal verbessert wurde. Oder halt den Soliton Radar. Der ist schon cooler. Also der hat ja gar keinen Sinn gehabt, der wäre ja, gesagt ist. Also mittlerweile mit Rang 2 siehst du halt auch die Gegner wirklich auf dem. Ja. Aber nur so, die haben beide keine große Reichweite. Na gut, ja, wir machen. Wir spielen es für die Geschichte und deswegen. Ja, eben. Und vor allen Dingen, also das Spiel ist halt wirklich. Im Grunde ist es egal, was du mit dir trägst, weil ich habe dieses gesamte Spiel eigentlich nur mit meiner Pistole und den Fulton-Dingern durchgespielt. Und ich bin einfach durchgerannt, Headshot, Fulltown, also mehr machst du eigentlich nicht so wirklich, bis auf die Kämpfer halt. Verstehe. Sollen wir nochmal auf die, in die Basis gucken, aber da ist ja eigentlich auch alles durch? Da musst du nichts machen. Okay. Gehen wir nochmal in die Briefing-Files, um die für diese Mission spezifischen Sachen zu machen. Frau Miller hat uns nichts mehr zu sagen, wie es aussieht. Was hat denn Kosse? Das ist einfach nur der Kram. Wir können ja einfach mal bei einem reinhören vielleicht, ob auch mal was... Was finde ich dann sehr schön? Das sind natürlich die Sachen, durch die wir jetzt reisen. Für diese Mission. Aldea de los Despiertos means Village of the Awake. Weird name. The area is littered with coffee. Voll lustig, Snake. And there is a factory nearby. The villagers are fans of coffee. So? Nah, they don't get much sleep, huh? They've got a sense of humor, all right. I cannot believe they would take over a place like this and use it as a prison. It is unforgivable for both the CIA and the thugs they employ. It's coffee. All the villagers wanted was to live in peace. Only coffee. And coffee. What gives the CIA the right to crush them like that? Live in coffee. They don't care about anyone's rights but their own. It's just the way some people are. You really think so? Don't worry. It just gives me the right to teach them a lesson. Eigentlich interessant. Verstehe. Ja, das ist durchaus interessant. Geh mal auf Junction. Also das andere, was da noch war. Nee, bei Pass. Achso, ja. Costa Rica got its first real railroads up and running about 100 years ago. Their primary purpose was to move coffee harvested in the central basin to the Caribbean coast. They built railroads here 100 years ago? That's impressive. It was even more difficult than you would imagine. Later, they started using the railroads for shipping bananas too. There still might be some branch lines around here. Ah. Wir lernen so viel über Costa Rica. Wir lernen sehr viel über Costa Rica. Ja. Wirklich? Merken wir uns das? Nein. Ja, Costa Rica hat Bananen und Kaffee. Mhm. Kaffee? Kaffee. Kaffee.
Amanda, how do I get to the prison camp? First, head up the narrow mountain path. The path will gradually open up and you'll come to a fork in the road. Watch yourself up there. You'll be lower than the surrounding terrain. So if you head down the middle, you'll make for an easy target. Yeah, thanks for the heads up. Take the leftward path to reach the prison camp. Mm-hmm. And the right is a secret. No. What can you tell me about the prison camp? Well, it used to be a village until they took control of it. It's a maze of paths, so watch out for soldiers on patrol. What Häuser? Be sure not to stop and say hi. Use the paths carefully, and you should be able to stay. Sollte schon so ein bisschen smart ass, ne? Ja, deswegen mag ich ja, das Big Boss hat halt wesentlich mehr Charakter als Snake. Ob das ein cooler Charakter ist, kann man sonst selbst für sich entscheiden. Aber er hat halt einen, weißt du? You could also listen to any sounds inside for clues. Good idea. Guards will still be on the move while you're looking inside. Make sure you don't get caught. And Snake. I know. I'll bring him back. Thank you. I know I can count on you. Sneaking mission. Sneaky, sneaky. It's a sneaking mission. Okay, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, war, weil wir haben ja auch nicht alle Zeit der Welt. Das ist richtig. Mission Preparatory, ich will nochmal gucken, aber... Wie gesagt, du kannst gerne mal gucken, was ich da ausgerüstet habe, ob du es anders auch so ausrüsten willst. Weapons. Einmal eine Idee dafür bekommen, was ich auch habe. Uniform Sneaking. Ja, das ist halt die Battle gegen die in den Bosskämpfen halt. Wo ich halt Raketenwerfer ausgerüstet habe und die fucking Machine Gun da. Okay. Und den Rest habe ich nicht benutzt. Ist ja schon, nee, wir bleiben mal beim Sneaky, das ist eigentlich nicht schlecht so. Aber dann ist ja alles, eigentlich wie letztes Mal auch. Also es ist einfach nur der Fulltorn, Ration und Curry sind beides Heil-Items. Solitorn ist halt ein Radar und Night Vision Goggles sind Night Vision. Geil. Okay, gut, na dann. Auf zum. Was haben Chico. Wir da angebaut? Kaffee. Ah. Und Banana gibt es auf den Railroads. Und auf, wir sollen nach links gehen, aber wahrscheinlich können wir so nach links gehen. Da kannst du ja einfach auf Start drücken, auf den Map gucken. So, ich muss erstmal, weil Xbox-Controller und so. Ja. Übrigens, was ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber wenn du läufst und ja einmal A drückst, dann springst du ja. Ja. Wenn du aber A hältst beim Laufen, dann machst du das. Ah. Wenn du im Laufen dich ducken willst, einfach A halten. Oh. Nee, also lauf mal und dann halt mal A. So. Dann kannst du dich quasi ducken, ohne stehen zu bleiben erst. Und so. Das fand ich sehr hilfreich. Okay, er wechselt quasi die Dings allgemein. Okay. Na, ich hab denkt, du kannst nicht kriechen. Nee, wenn du den rechten und linken Stick drückst, wenn es zielen, wechselst du deine... den rechten, ja. Du hast deinen Account aber nicht Time to 3 genannt, das enttäuscht mich ein bisschen. Nee, es ist einfach... hier konntest du ihn nicht benennen. Das war einfach nur mit zu viel. Achso, der übernimmt den automatisch? Glaube ich zumindest. Also, obwohl, stimmt, ich hab den geladen, das war ein Spiel, das ich schon hatte. Also vielleicht, weil ich weiß ja nicht, ob ich beim ersten Mal das machen konnte. Ey, was ich mal ausprobieren wie der Solitorn ist der zweite von... Ja. Aber das ist eine Karte. Achte mal auf die Battery Life. Oh ja. Das musst du wirklich dann wieder ausmachen und immer mal wieder an. Okay, ich verstehe. Ja, dann sind wir lieber ein bisschen vorsichtiger. Genau. Nötig wird das eigentlich erst in sehr viel späteren Missionen mal aus anderen Gründen. Aber was ist hilfreich? Ich mache mal an, Solitaire Raider. Guck mal, was für einen kleinen Kegel. Okay. Da kannst du erkennen, du kannst wirklich nah rangehen. Okay, du könntest jetzt einfach rausgehen und er würde dich nicht sehen. Immer noch. Krass. Echt jetzt? Ja. Hier? Ja. Vita, ne? Junger Mann. XP. Ja, stimmt. Vita. Ich wollte nur Leben sagen, weil... Mach wieder ausgebrochen. Deswegen meine ich halt, du musst nicht so wirklich mega vorsichtig sein. Ja, also, aber das ist schon für die Illusion immer schön. Na klar. Hey. Du musst dir übrigens auch... Du kannst natürlich Fulltorn, aber musst du nicht, weil die sind eh schlechter als die schon bei mir alle ausgerüstet sind. Und ist schon alles voll. Das ist das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen sage, weil das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Du kannst es natürlich machen, trotzdem. Schön. Und natürlich, genau deswegen solltest du es vielleicht auch extra machen, die droppen jetzt automatisch zwei Items. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben die vorher nicht gemacht. Okay. Ja, cool, okay, das macht natürlich den Durchlauf ein bisschen simpler, muss man tatsächlich sagen, aber ich finde das okay, weil... ich glaube, das ist auch ein Spiel, wenn ich das selber so privat spielen würde, würde ich hier noch komplett anders spielen. Vor allem Länge. Ja, man verbringt halt schon echt eine Weile in dem ganzen Management von den Dingern und da kommen auch einige Sachen zu. Und vor allem, es war gut, dass ich es gespielt habe, weil es gibt halt so eine Mechanik oder so ein, zwei Mechaniken später, die ich während meines kompletten Durchspielen auch in der PSP-Version nie verstanden habe, weil die im Spiel nie so gut erklärt werden. Da komme ich drauf zu sprechen, sobald wir da sind.
Das ist nämlich ganz gut, dass ich da jetzt ein bisschen erklären kann, was zum Teufel du überhaupt machst. Okay. Und das ist ein Nightmare. Genau, damit kannst du, okay, wenn irgendwelche Leute suchen. Okay. Okay, das ist doch auch neu, dass sie dann jetzt Sachen fallen lassen. Ja, genau, zwei Items lassen die dann fallen. Wie gesagt, das kannst du aber auch deaktivieren, wenn es dich stört. Sniperfeuer. Camino de Lava? Will ich nicht hingehen. Nee. Bestimmt einfach alles Lava. Lava-Kamin. So, und bei Snipern. Geil, oder Lava-Kamin? Lava. Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das wäre einfach nur ein Loch dann. Bei Minecraft geht das. Okay. So, bei Snipern, ne, wir sollten uns wahrscheinlich schon vorsichtig hier verhalten. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Idee, wo ich hinter wäre. Vogelscheuche, oder was? Ja, ja, ich auch gerade gesehen, ne? Da die. Kann man auf den Kopf schießen, da passiert bestimmt irgendwas. Vielleicht ist das einer, der sich versteckt hat. Naja. Mütze abgeschossen. Oh, übrigens, drück mal, halt mal. Oh, den machen wir jetzt mal da. Ja. Halt mal RB. Hier das zwei. Wenn du zweimal nach links gehst, das ist ein Supply-Marker. Du kannst den, wenn du quasi zielst und dann drückst und dann feuerst, dann setzt du den quasi auf den Boden. Und wenn du dann feuerst, ohne zu zielen, wird dir quasi neue Munition oder Items. Ach, da kommt so Dinge rum. Falls du mal keine Munition mehr haben solltest oder sowas. Sehr gut. Kannst du so Nachschub sehr, bekommen. Sehr gut. So, Sniper, wir sollten uns. Das ist der Typ, okay. Sniper, better be careful if you don't want your head blown off. Ach, da wird auf die geschossen, okay. Ja, dafür sind die da, dass du. Ach, und da sehe ich ihn auch schon, okay. Und das ist tatsächlich zufallsbasiert. Also der ist, kann an verschiedenen Punkten in dieser Mission sein und du siehst quasi, wo er ist, anhand dessen, von wo auf die Vogelscheuchen geschossen wird. Fand ich eine schöne Mechanik. Das ist cool. Und warum schießt er auf die Vogelscheuchen? Training. Das Training, Tom. Ja. Immer im Training. Also das sind ja keine Vogelscheuchen, das sind Trainingsscheuchen. Okay. Trainingsscheuchen. Haben wir eigentlich, was haben wir nochmal auf den X-Knopf gelegt? Auf den X soll das laufen. Nee, das ist A. Drück mal X auf den Kontroll. Ach so, du meinst. Okay. Ach, da ist die Ding. Ah, okay. Genau, das ist. Wie sind die denn auch Scarecrow? Wenn wir gleich am Wasser sind. Ah, nee, doch nicht. Drück nicht X, wenn wir am Wasser sind. Weil das ist ein Easter Egg, das später mehr Sinn ergibt. Okay. Okay, die würden ja aber jetzt auf die Sniper-Dinger schießen. Hoffe ich. Ja, ich habe wirklich. Das. Ich habe im Podcast auch ausführlich über das Spiel nochmal gesprochen. Ja. Ich bin da wirklich wieder voll drin gewesen. Das ist echt eines meiner Lieberen. Also, ich mag das Spiel wirklich gerne. Meine Lieberin. Ich wollte ja nicht sagen, meine Lieblingsmelodie, weil das ist es nicht. Aber es ist schon oben mit dabei. Das ist ein Prisoner of War, den könntest du auf jeden Fall, die haben immer gute Stats. Den könntest du gerne mitnehmen. Oh, ist aber da. Nee, war nur, ja. Um da wirklich mal alles zu sehen, verbringst du wirklich 100, 120 Stunden damit. Echt, ja? Ja, du schaltest einfach so viel frei, nachdem du schon fertig bist. Also, das ist absurd. Und ganze Mechaniken ergeben halt erst Sinn, nachdem du fertig bist, quasi. Ja. Das ist ganz, ganz krass, was da alles drin steckt. Und lässt mich nervös und freudig mit den Ohren zucken, wenn ich an Peace Walker denke, an Phantom Pain denke. Ja, hat Potenzial, ne? Weil das Phantom Pain ist ja das im Groß, ne? Und das habe ich auch im Podcast gesagt. Jetzt hast du halt diese Motherbase, die immer größer wird, und das war ja gerade die Ansicht, die du hast. Und im Phantom Pain wird es genauso sein, wenn du so wirklich darauf rumrennen kannst und siehst die Einheiten und die Autos und so, die du entführst und sowas. Die sind alle Teil deiner Basis. Na, grüßen sie dich und sagen. Ich liebe diese Mechanik, wenn du irgendeine Basis hast, die größer wird. Also in Assassin's Creed 2 habe ich es geliebt, in Burnout habe ich es geliebt. So, und das sind jetzt die blauen Türen. Genau, da bin ich ein Sucker einfach für diese Art von Ausbauen. Wo gab's das noch so? Da kann ich nicht reingucken? Ja, ich überlege gerade. Ach so. Okay. Also Assassin's Creed fällt mir halt ein. Das fand ich bei Fallout 4 war halt eine der cooleren Ankündigungen für mich, so dass du diese Basis hast, die du ausbauen kannst. Das ist halt immer so eine sehr coole Möglichkeit, um zu zeigen, guck mal hier den Progress, der schneller sichtbar wird als einfach nur Erfahrungspunkte. Also, da hast du immer was, wo du gucken kannst und wie krass das aussieht. Einfluss auf die Spielwelt. Ja. Deswegen fand ich es auch ein bisschen schade, als es dann zu
du renovierst jetzt Rom irgendwie in Revolutions oder was? Oder war das schon Brotherhood? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Revolutions gibt es noch nicht. Noch nicht. Revelations. Das kommt bestimmt nicht. Das fand ich nicht so cool, weil es einfach nur einzelne Gebäude in einer großen Stadt waren. Aber als du dann eine kleine Villa hattest und ein Dorf, das immer größer wurde, das war, oder immer spektakulärer wurde, das war cool. Ich finde diesen Sneaking Suit halt mega cool. Ich glaube, der stammt aus Portable Ops. Glaube ich. Ha. Was zum Teufel? Das ist er nicht. Ich glaube, da träumt einfach einer. Hohoho. Hohoho. Okay. Das Bild sieht aus, als würde er ein Selfie machen, wenn du das Symbol fürs durch den Schlitz gucken. Okay. Ich mal drauf. Ach so. Da ist auch was. What is this? Ja, Munition wird dann übrigens einfach mal aufgeladen, wenn du neue Mission schaffst. Echt, ja, okay. Ja, sehr gut jetzt. Ja, ich lasse die jetzt tatsächlich auch mal liegen. Wie du meinst. Da jetzt da rein. Also du musst keine, nicht irgendwie sagen, oh, kann ich das bei deinem Spielstand machen, weil... Nö, ist alles gut. Mach alles, wie du möchtest. Außer meine Leute bitte nicht alle auswerfen, die ich schon habe. Die von Kacke, 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 mega Kacke. Was waren das für Geräusche in Kombination mit dem Wort Mama? Mama! Okay, Ja. Ich hatte einfach nur Angst. Oder? Nee, er hat Angst. Nicht mehr Angst. Nee, er hat Angst. Nein, er hat Angst. He's very afraid of Mama. Mama! Was? Oh, was? Who's there? Hey! Einfach so ein Typ, der mitten. Ich wusste, dass es eine scheiße Idee ist, immer in der Tür so einen Schlitz reinzumachen, wo jeder von außen durchkommt. Ja, er ist Türspion irgendwie falsch verstanden. Oh, ich glaube, es ist aber einfach nur ein Spoiler. Ja. Ja. Wir kommen nicht mehr zurück. Nee. Mission vorbei. Ey, du bist draußen. Du kannst übrigens auch auf jede Mission mit einem der normalen Soldaten gehen, habe ich gesehen. Habe ich noch nie gemacht, weil ist nicht so cool. Es ist halt krass, was und es gibt alles, auch storymäßig was hier alles drin steckt. Ja. Das ist tatsächlich ganz cool bei Nebenmissionen, ein kleines Ding. Manchmal macht er jetzt nicht Sachen in der Hauptmission, dann schaltest du quasi eine Nebenmission frei, wo irgendwie gesagt wird, hier ist Snake, hat gerade die und die Leute gerettet, der ist jetzt aber gerade da unterwegs, kannst du diese Leute mal kurz evakuieren. Und dann musst du quasi einen anderen auswählen und startest da, wo vorher die Hauptmission war und bringst sie davon ab und da zurück. Okay. Das ist eine ganz coole Idee gewesen. Da sind viele coole Ideen drin. Ja. Chico, is that you? You did it. Okay. Chico! Ja, wenn man weiß, dass das Sichtfeld einfach so mega klein ist, dann ist so die Gefahr gleich eine andere. Who's there? Chico, it's me. Joe, that photographer. That's right, a war photographer. Huh? Covered war, I you know. I thought you were here for the birds. Yeah, the birds of the battle. Whoa, is that chess? Can I see it? Wow, the same kind of chair used. You can't keep it, kid. Not here, here, have these instead. Those photos? Huh. Oh no, Amanda! She's safe, don't worry. You sure? We're patching her up back in my place. She's hurt? I said, don't worry. It's just a broken leg. Das sind Geschwister, ne? Ja, war ein kleiner Bruder. Ja. Cigar, huh? What? Hey! Gut, Snake, gute Arbeit. Not for kids. Als ins Gesicht. Do you know where they took the cargo? Schön nach so ins Auge. Cargo? What cargo? Let me rephrase that. How do they get stuff from the coast up here? Oh, that I can tell you. When the cargo gets to the harbor, they first send it up the marshes on a barge. Then, they load it onto a jungle train past the banana plantation and transport it by rail. The train stops here. When it gets to the train terminal past the coffee plantation, they reload it again. This time onto a truck, which disappears into a tunnel heading toward the mountains. Disappears? Chico, what's on the other side? How does it disappear? Nobody knows. It's a magic truck. None of our compas ever got close enough. He's protected by a spirit. A spirit? Yeah,
a giant monster. El Basilisco. El Basilicum? Nein. No, 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 really, I saw it. I was camping up there one day, and just as I was waking up around dawn, I heard this loud noise. I opened my eyes and saw an enormous shadow. Must have been 30 at least. He was walking on legs as big as trees. Where did you see it? At the terminal near the tunnel. But I only saw it that one time. What exactly were you doing there? Well, me and my sister got into a fight. And you just happened to go camping. Juno, their train should be arriving at the place I saw El Basilisco right about now. Warum hat er den großen zweibeinigen Monsterviech El Basilisco genannt? Klingt ja Schlangen. Das Viech mit zwei Beinen. Weil, guck mal da. Wahrscheinlich nur, weil es so reptilienähnlich aussieht. I heard that place was a narcotics plant before those guys took it over. But you already knew that, didn't you? Look, I get it. Even revolutionaries need to pay the bills. Still, must be tough for a kid like you to swallow. You're damn right it is. The route they use to transport stuff is the same one mi viejo used to smuggle drugs. He sold the drugs to the Norte Americanos and used the profits to fund the army. They tried to keep it hidden from me. Is that why you went camping? Yes. I managed to sneak into the plant a few times and they tried to set it on fire. Warum sind diese Unschuld eigentlich unten noch da? Everyone treats me like a child. Ja. I couldn't stand it anymore. I'm not a kid, I'm 12. Couldn't do it though, could you? Chico, growing up means choosing how you're gonna live your life. To do the right thing, you sometimes have to leave the things you care about behind. Parents, family, your homeland. But mi viejo. Papa. Chico, look at the photos. Mi viejo. He's gone, but there's one thing you don't ever leave behind. Your memories. Keep them safe. You want to get out of here, Chico? I do, but... Come back with me. Your sister's waiting for you. I can't go back. I can't face everybody. You told them where your compas are. I see. Traitor! Nothing to be ashamed of. Pain gets the better of us all. Schön, das hat der Mann damals auch so gesagt, von wegen, wenn er schon so kaputt ist und er fast den Leuten sagt, pain, ja, was ja. Gut, nee, falls er dabei ist, denen zu sagen, wo wir sind, kill ihn einfach. Ja. Okay, then, I'll put you out of your misery. What? Any last words? Shoot. You are only going to kill a man. I just wasted a bullet. Don't waste your life. Listen to me, Chico. You died here today. You understand? You're Hombre Nuevo. A new man. Now. Give that new life to me. Huh? Fight with me, little soldier. Show me how strong you really are. Ich dachte, du willst Vögel fotografieren. Draw your tears, then promise me one thing. Das ist nicht der beste Geheimagent. No smoking until you get older. Here's your AK. Now go kill somebody. Real heroes are never as polished as the legends that surround them. You got it, boss. Like a real Snake family. What's that? Die Bombe. Lauf! Aber wie einfach das Ding ihn dran setzt. Erklär ihm doch, was du da machst. Voll das innige kurze Gespräch. Ja. Dann machst du so. Direkt das Vertrauen verraten. Ja! Oh Mann, ey.
Alter, das Kind ist auch komplett kaputt für den Rest des Lebens. Diese Situation. Wir benutzen jetzt den Fulton Recovery. Was ist Fulton Recovery? Gonna see. Bam. Aber du alles machst, guck mal, schon alles frei. Ja, toll. Meine Güte. Ja, wir hätten mehr mitnehmen können, haben wir auch nicht. Aber ein Prisoner gerettet. Aber ein Prisoner. Chico made it over. Thank God. Chico. Bad. Made it. Bad. Don't give me that. You say you're gonna give me a new life, then you nearly kill me. Mhm. Gutes Abschluss. I take it you didn't enjoy the trap. What's the big idea? Dragging me off in a balloon. I might as well have taken a Calibri. At least you got a nice view. Or are you afraid of heights? Whatever. What? Ja, gut. Oh, gut, dass du sagen. Go if I did. Thank you for saving us, Snake. Was ist ab? Die Leute da alle auf dieser Insel da, ich glaube, eine Selbsthilfegruppe gegründet haben. Yes, I know. Niemand traut sich was zu sagen, weil Snake so voll der Irre ist. Fulton Recovery Recovery Group. You're coming back after your leg heals, right? Of course. We still have work to do. We, huh? Are you sure you've got Chico's future in mind when you say that? What do you mean? We're sworn to our father's cause, to helping the revolution succeed. Revolution or no revolution, you pick up a gun and sooner or later you're going to hell. Are you prepared for that? I am. If the alternative is giving up the country I love, I'll take hell. Really? Well then, you're gonna have to stop treating Chico like a brother and start treating him like a soldier. You're right. Welcome to hell. Snake, can I ask you a favor? Shoot. You find any prisoners from El Frente, you bring him back alive. Because... You're trying to make amends for talking. Not just that. Because they're compas. Du siehst wieder Kojima an seinem weißen Klavier. In und I'll do whatever I can to help. Call me if there's anything you need to know about the area. And... And what? Let me know if you encounter any wildlife you've never seen before. Never seen before? What, like that Basilisco you were talking about? I'm talking about UMAs. UMAs? You know, like ancient dinosaurs or legendary monsters. One day, I'm going to be a hunter. Is that right? Okay, sure. If you want to know more, I'm happy to tell you. Nein! Right. I'll be in touch. Okay, Snake. The enemy's cargo is headed for the next outpost, a rail terminal. Chico says no one's ever set foot past there. Their main base is probably on the other side of that tunnel. Unless we catch those spears before reaching it, they'll be in enemy hands. You've got to stop them. Spears sind die Nukes, oder? Und wie das die Nukes transportieren, war das so? Ja. Okay. Ja, einmal ja wählen. Ja. Ja, ja. Das war ziemlich interessant, so das Spiel durchzuspielen. Du kannst im Grunde direkt auf Mission Selector gehen. Da kannst du direkt die nächste Mission auswählen. Weil wir brauchen. Da ist jetzt nichts was du anders. Ja, ja, ja. Ja, na gut. So interessant, in der PlayStation-Version ist das doch einfach nur schwarz. Ja, das habe ich auch ein bisschen. Also, ich verstehe nicht so ganz, warum. Ja. So, das haben wir jetzt gemacht. Genau. Einmal nach unten. Ja. Jetzt kommt das hier. Pursue the jungle train. Proceed immediately to the jungle train terminal located at El Caralzo and stop the nuclear shipment before it reaches the enemy's main base in Volcan Irazu. Irgendwann hat in den Comments geschrieben, dass man irgendwie während der Zwischensequenzen Select oder sowas drücken kann und dann irgendwas sich an den Untertiteln ändert, glaube ich. Kannst du das gleich mal versuchen? Weil bevor du es überspringst, bekommst du immer eine Warnung. Okay. Also nicht da, sondern gleich in der Zwischensequenz. Kommt. Okay. So, was hat denn Chico so zu erzählen? Oh Gott, das Bild. Oh, weia. The supply staging Dreamy. Point is at the eastern foot of Irazu. There's a rail terminal there. They'll probably transfer the nuke from the train onto a truck. Gotcha. I'll have to catch them while they're moving the cargo. But you might run into El Basilisco. Keep your eyes peeled, Snake. An 80-foot-tall walking behemoth. The CIA's new weapon? Could be. Too bad it's not actually a dinosaur. Well, surprise. They're testing it up at the base on top of the mountain. I met a guy in Russia who described it as a metal gear linking infantry and artillery. Oh, cool. Metal gear. I've got a bad feeling about this.
Like maybe it's connected to everything that's happening here somehow. The nukes? You don't think... What else could it be? If it is up there, I'll just have to improvise. Either way, I won't know until I get there. Watch your back, Snake. Ach, was kann schon schief gehen? E-Band. E-Band. Schön, wie aber drei referenziert wird. Who knows? Ach komm mal, das ist noch gar nicht so viel. Lass die mal anhören. Na ja, gut. Costa Rica has several active volcanoes, Irasu being one of them. That's where Camino de Lava comes from, huh? The tropical dry forests around here are quite different from our rainforests. They lose their leaves in the dry season. What? Tropical forests are not all thick jungles. A few of them even have cacti. Some of Costa Rica's greatest assets are its diverse forests and natural landscapes. So gut. Costa Rica hat Bananen, Kaffee und Kakteen. Ja. Kakti. Sag nochmal, Kakti. Kakti. Ein Kaktus. Und guck mal, und ein Kaffeetal. Ein Tal ist auch ein Kaffee, ne? Das CIA has taken control of this coffee factory too. All to produce its drugs. Ja, it Kaffee. Was famous once. For its fine beans. Cool Beans. Cafetal aroma encantado. Enchanting aroma, huh? See, once we have thrown the mercenaries out of Costa Rica, I know it will make wonderful coffee again. And then you must come and try some, Snake. Sounds great. I wouldn't mind a cup of joe after all this is over. Oh, wait. What is wrong? No, I just remembered this guy I knew wasn't big on coffee. English. Get rid of that muddy water and get a cup of black tea down your gob, he'd say. Ah, zero. That is too bad for him. It is delicious. Das ist der einzige britische, der relevant war. Auch niemand ein sonst. Ja. As I said before, building railroads in Costa Rica was a dangerous job. A lot of men died, and sometimes they stopped work altogether. This is one of those places. They had to cut through steep terrain, so when they finally made it through, they just built the rail terminal right there. And that is why they named it... El Cadalso. The gallows. Charming. I'm surprised the construction money didn't dry up the way things were going. Actually, it did. But the bananas were completed. So they Und so schließt sich der Bananen. Der Bananenkreis. Der Halbkreis der Bananen. Ja, aber zwei Bananen. So nenne ich meine Gang. Oh ja. Halbe Banane. Das ist noch nicht so. Ja, wenn du anfängst, bist du erstmal eine Babybanane. Klingt wie in der Rangordnung. Ja, ist es auch. Babybanane. Warum eine Babybanane? Start es als Schale. Harte Schale, Banane. Okay. Harte Schale, weiche Banane, sagt man ja. Bekannter Spruch. Costa Rica bestimmt. Remember the locomotive? By the fork in the road before the village? Yeah, back in the jungle. Follow the train tracks from there, and you'll come to the terminal. But there's a plant along the way. Disguised as a coffee factory? Yes, it is their drug refinery. Ich höre nur Kaffee. Kaffee-Banane-Drogen. The shortest way, but it'll be crawling with soldiers. If you want to go around... No, forget it. If that's the shortest way, that's the way I'll take. Besides, it's one of their bases. It'll be good intel. Very good. A number of guards at the plant are positioned on high walkways. Be sure to study their movements before you advance. Or I could just snipe them first. The plant's layout is another maze, I'm afraid. Stay cool. Make your way out of the plant and you'll arrive at the terminal. You know a lot about this place. What are you saying? I've been there before, when the KGB ran it, yes. But it is not as if I enjoyed it. No, I just meant you know a lot about how the enemy works. I hope so. Anyway, did you talk to Chico about the terminal? He said it's where they transfer the cargo onto trucks. Meaning the facility is of considerable importance to them. Don't get careless. I won't. By the way, I've heard of a shortcut that cuts straight to the coffee factory, to the east of the village. But I've never used it myself. Check it out if you're interested. Thanks for the tip. Huh. Da stelle ich mir so open-worldig, aber auch sehr cool vor tatsächlich. Ne? Ja, das ist. Ich glaube, da geht eine ganze Menge. All of the Potenzial. So, Start.